Wie hat sich denn die Veränderung der Arbeitswelt vom Bauern hin zum Pendler, wie hat sich denn das sprachlich ausgewirkt? Dass auf dem Land jetzt sehr viele Leute oft viele Kilometer unterwegs sind, um zur Arbeit zu kommen. Hat das die Sprache in den bayerischen Bezirken verändert, meinen Sie? Dazu gibt es Studien. Die Antwort lautet im Prinzip nein. Was verschwindet, ist der Fachwortschatz der alten Landwirtschaft. Ja. Die Teile des Leiterwagens, die Vorgänge, ja, beim Mähen mit der Sense oder so, die Teile der Sense. Aber der Dialekt ist letztlich, ja, haben die Kulturwissenschaftler gesagt, das Symbol der Ortszugehörigkeit. Und sofern die Ortszugehörigkeit wichtig ist, bleibt das Symbol erhalten insgesamt, die Lautungen. Solange es zumindest noch die Grundschulen am Ort gegeben hat, war das ganz starr. Jetzt gibt es Schulzusammenlegungen an Zentralorten, auch schon seit 50 Jahren. Das heißt, dass kleinräumige Unterschiede ganz gewiss verschliffen werden. Aber es, also Studien im Rheinland und eher in Bayern zeigen, dass die Leute, die im Dorf wohnen, zu BMW oder wo auch immer, hineinpendeln, auch in ein Amt, wenn sie heimkommen und Mitglied des Vereins sind und so, trotzdem noch den Dialekt sprechen, um zu bekennen, ich gehöre noch zu euch. Es gibt auch Studien, Leute, die, also wenn man in Rente geht, ändert sich die Sprachform wieder. Man spricht mehr Dialekt. Also gerade im Bayerischen Wald hat es eine ganze neue Studie gegeben, die wirklich zeigt, in Oberösterreich ähnliche Studien, dass dann die Rentner, die ziehen sich auf ihr Heisel zurück, fangen dann wieder an, dass ja, die Umgangssprache von Linz, von Deggendorf abzulegen und wieder den Dialekt zu sprechen. Im Alter fällt man zurück. Also eine ganze Menge von Studien belegen das. Also die Frage ist natürlich, was ist mit der jetzigen jüngeren Generation? Da scheint die Antwort zu sein, wenn sie am Ort bleiben, bleiben sie dialekttreu. Wenn sie in die Zentralorte, sagen wir Deggendorf oder wo auch immer, Bayreuth, wandern, oft auch. Und sonst in den Großstädten ist schwierig. Ich kenne hier in München zum Beispiel, bin ich mal eingeladen worden von einem Verein der Wallenfelser. Die nennen sich, ich habe das Wort vergessen, mit einem Wallenfelser-Dialektwort nennen sie ihren Stammtisch und die kommen in München einmal die Woche zusammen und reden den Wallenfelser-Dialekt. Und das gibt's ganz gewiss. Und in München leben sicherlich ganze Dorf, also 20, die bringen leicht den Stammtisch zusammen. Und das scheint mir ein Vermittlungsweg zu sein, dass der Dialekt noch bleibt. Aber ich weiß nicht, ich meine, ich kenne dieses eine Beispiel.